Hey Leute, und schön, dass ihr wieder bei einem neuen Projekt dabei seid, was ich parallel zu Shaolin Monks und alles andere nämlich laufen lasse, weil das halt nicht so lange dauert, dieses Spiel. Um was es sich handeln wird, das wird das Spiel euch selber sagen. Es ist von Konami, das soll schon was heißen. Und einige werden gleich rummeckern, hast du keine Angst, dass es vielleicht gesperrt wird? Nee, glaube ich nicht, weil es so viele gespielt haben und ich glaube eher weniger. Und es ist Yu-Gi-Oh! Duelist of the Roses. Ja, ich habe nämlich dieses Spiel schon versucht, einmal, also schon zweimal aufzunehmen. Beim ersten Mal kam jemand rein, da musste ich halt den Part verwerfen. Und beim zweiten Mal habe ich zwar ein Duell gemacht, habe aber wiederum nur Scheißkarten gezogen und da habe ich verloren und das wollte ich halt auch nicht zeigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir werden halt ein neues Spiel machen. Dieses Spiel ist auch so, dass es sich von den anderen, also von den Standard-Yu-Gi-Oh! Regeln sich abhebt. Aber wie, das werde ich euch zeigen, sobald wir im Spiel sind. England, Ende des 15. Jahrhunderts. Die Rosenkriege, ein Machtkampf zwischen den Häusern Lancasters, Rote Rose, und den Yorks, Weiße Rose, um die Thronfolge, näherte sich ihrem Ende. Die Yorks hatten die Oberhand errungen und die Herrschaft Richards III. Stand kurz bevor. Yugi, Heinrich Tudor, der letzte Erbe des Lancasters, war gezwungen, ein Leben im Exil in Frankreich zu führen. Die Kräfte der Lancasters wurden durch alte Zauberkarten geschwächt, welche geführt wurden von Zetto und seinen sieben Getreuen, die bekannt als die Rosenkreuzritter unter Lord Crawford dienten, einem mächtigen Edelmann der Yorks. Da den Lancasters ein Duellant fehlte, der ihre Sache erfolgreich vertrat, war ihnen ihre Niederlage vorbestimmt. In England steckten Duellkartenspiele noch in den Kinderschuhen. Daher mussten die Lancasters an anderer Stelle nach einem Duellmeister suchen, der dem Rosenkreuz im Kampf gegenüberstehen konnte. So bat Margaret May Beaufort von Lancaster, ich hoffe, ich spreche das natürlich richtig aus, ansonsten tut es mir leid, heimlich einen Hochdruiden, einen Duellanten aus einem anderen Zeitalter herbeizurufen. Ja, man hat es schwer gemerkt, 15. Jahrhundert, der Rosenkrieg. Weiß zwar auch nicht viel drüber, aber vielleicht werde ich mich mal belesen, mitten im Let's Play oder so. Also offscreen und dann mal ein bisschen drüber schwatzen. Oh, Rufe aus dem mystischen Kreis der Roten und der Weißen Rose, denjenigen, der in der Lage ist, die reine Macht nutzbar zu machen. Die Legende des Rosenduellanten war wahr. Lady Margaret, ich habe es geschafft. Jetzt haben wir die Mittel, um die bösen Mächte des Rosenkreuz zu besiegen. Oh, Entschuldigung. Ich war so aufgeregt, dass ich die Gegenwart des Rosenduellanten vergessen hatte. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Simon McMoran. Oh, Zungenbrecher. Hochdruide und Diener der Lancasters. Darf ich so forsch sein und nach den Namen fragen, mit dem der Rosenduelland angesprochen werden möchte? Och, wie heiße ich denn? Ich muss auf meinen Personalausweis gucken, den ich jetzt aber nicht dabei habe. Mein Name ist Tim. Tim? In der Tat, ein edler Name. Natürlich. Gibt ja nicht viele, die so heißen. Hier die Lage. Wir schreiben das Jahr 1485 und du befindest dich in Stonehenge in der Nähe von Salisbury, England. Keine Ahnung. England befindet sich im Aufruhr. Der rechtmäßige Anspruch des Hauses Lancaster auf den Thron wird durch die aufständischen Yorks in Frage gestellt. Der Machtkampf wird als die Rosenkriege bezeichnet, benannt nach dem Abzeichen beider Seiten, einer roten Rose und die Lancasters eine weiße Rose für die Yorks. Ich glaube, ich habe jetzt schon Scheiße gelabert, aber egal. Momentan wird unser Königreich durch die Yorks und ihren unrechtmäßigen Anspruch auf den Thron bedroht. Und all das nur, weil die Yorks die Unterstützung der Kreuzritter der Rose und ihre magischen Karten der weißen Rose haben.
Mit unseren Karten der Roten Rose haben wir dich, Tim, in unsere Zeit gerufen. Wir haben die Hoffnung, dass eine Duell, deine Duellerfahrung die Kreuzritter der Rose besiegen und uns zum Sieg führen wird. Wirst du uns helfen? Natürlich wirst du das. Wie dumm von mir, an deiner Loyalität zu zweifeln. Den Gerüchten zufolge hat nur der legendäre Rosenduelland eine Chance gegen die Mächte des Rosenkreuz. Wir sind für jede Hilfe dankbar, die du uns gegen sie zukommen lassen kannst. Bevor ich es vergesse, ich sollte dich warnen, die Duellregeln unterscheiden sich hier von denen deines Zeitalters. Hier in England werden Duelle durch die sogenannten perfekte Regel beherrscht. Zusätzlich zu verschiedenen kleineren Unterschieden gibt es zwei grundlegende Unterschiede. Der eine ist die Existenz von Bewegung oder der Positionierung, der andere ist das Konzept des Deckmasters. Diese zwei Aspekte gingen verloren, als dieser alte Sport der Duellmonster in Kartenform gebracht wurde. Die perfekte Regel steht für diese alte Regel, die ihr hier in England wundersam wiederbelebt wurden. Vielleicht hilft ein Übungsduell besser als eine lange Erklärung. Sollen wir? Nein, ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Zuerst musst du, Tim, ein Deck auswählen, mit dem du duellierst. Es ist wichtig, dass du die Schwingungen eines Deckmeisters fühlst, die winzige Schwingungen, die durch deine Seele gehen. Die Karten selbst beziehen ihre Kraft aus der Energie der Alten. Der Deckmeister agiert als ein Mittler zwischen der Alten und dem Deckhüter. Tim, es ist von besonderer Bedeutung, dass du ein Deckmeister auswählst, dessen Rhythmus den Schwingungen deiner Seele entspricht. Hier sind verschiedene Decks, aus denen du wählen kannst. Überleg dir deine Wahl gut. Wähle mit Bedacht. Das Deck, welches du wählst, leitet das Schicksal deiner Duelle. Schon wieder die gleichen. Ja, hier haben wir verschiedene Attribute, die diese Decks beinhalten. Und auch die Typen. Das Deck habe ich für meinen privaten Spielstand genommen. Einfach weil der Deckmaster cool ist, muss ich sagen. Wolf mit Axtschläger, ne, habe ich nicht so oft gespielt, aber Jungfrau des Wassers habe ich sehr oft gespielt, und da wir mit der hier eigentlich ein ganz gutes Deck haben und ja, wir werden das nehmen. Jungfrau des Wassers. Ah, wie ich sehe, hast du dich für ein Deck entschieden. Das ist also die Wirkung des keltischen Karten der Roten Rose. Es scheint, als ob das Gerücht, dass die Karten der Roten Rose die Zeittransformation beherrschen, wahr wäre. Wer ist da? Es ist einige Zeit dem Kampf von Barnett vergangen, Alter. Rosenkreuz, was hat dich hierher verschlagen? Nur ein Mitglied der Rosenkreuzritter darf mich so nennen. Wenn du dich erinnern möchtest, habe ich dir schon einmal gesagt, dass du mich mit Zetto anzureden hast. Oder lässt dich dein Gedächtnis im Stich, alter Mann? Und du musst der gefürchtetste Rosenduelland sein. Ich muss zugeben, dass ich dich eine bestimmte Aura der Macht umgibt. Ich glaube, es wäre an der Zeit, sich vorzustellen. Ich bin Zetto, Meister der Rosenkreuzritter. Es gibt Mitglieder in unserer kleinen Gruppe, die mich lieber mit Rosenkreuz anreden. Ich frage dich noch einmal, was führt dich her, Zetto? Achte auf dein Benehmen, alter Mann. Was sonst könnte mich hierher führen als die Karte der Roten Rose? Schließlich warst du es, der mir zeigte, wie sich die Beschwörungsfähigkeiten entwickeln würden, wenn die Karten der Roten Rose mit den Transportkräften der Karten der Weißen Rose kombiniert werden. Du denkst nicht etwa an die verbotene Rosenbeschwörung. Wenn das so ist, dann dürfen die Karten der Roten Rose nie in deine bösen Hände fallen. Die Kartenmagie bedient sich der Magie der Alten. Von Natur aus ist eine der
Karten in zweischneidiges Schwert, das in beiden Richtungen wirken kann. Die Rosenkarten für sich besitzen eine unglaubliche Kraft. Man kann nicht einmal ahnen, welche Schrecken in die Welt gelangen können, wenn die rote und weiße vereint werden. Ich werde mein eigenes Leben opfern, wenn es nötig ist, um jeden an der Anwendung des Zaubers des Verderbens zu hindern. Zauber des Verderbens? Du Narr! Die 16 Karten der roten und weißen Rose gewähren absolute Macht. Die Legende der Druiden hat die wahre Bedeutung dieser Karten verdreht. Wir Rosenkreuzritter haben geschworen, eine Zukunft frei von den Verwüstungen des Krieges zu schaffen. Wir beabsichtigen, das mit den Kräften der Karten zu erreichen. Und wir werden das schaffen, indem wir die Herrschaft von Richard III. Über die gesamte bekannte Welt bringen. Übrigens war es schlau von dir, einen Kreis von roten Rosen innerhalb der Grenze der weißen Rose zu formen, um den Rosendolanden herbeizurufen. Doch du warst ein Narr, alleine zu kommen. Dieser Bereich ist umzingelt und lebend verlässt du ihn nur, wenn du die Karten der roten Rose übergibst. Ich, ein Narr? Was ist mit dir? Bist du nah genug zu glauben, dass die Karten der roten Rose hier in meinem Besitz bleiben würden? Direkt nach der Beschwörung habe ich die Karten unter unserem besten Duellanten verteilt, um sie von dir fernzuhalten. Dann lässt du mir nur eine Möglichkeit. Ich bediene mich der Hilfe deines geschätzten Rosenduellanten. Du bist nicht mehr bei Sinnen. Urteile nicht zu schnell, alter Mann. Hör meine Worte, Duellant. Wenn du wieder in dein Zeitalter zurückkehren möchtest, so brauchst du die 16 Karten der roten und weißen Rose. Die roten und weißen Positionen müssen in umgekehrter Beschwörungsreihenfolge gelegt werden, um dich nach Hause zu schicken. Du kennst den Zauber? Da du die 16 Karten der Rose genauso dringend brauchst wie wir, schlage ich dir ein Partnerschaft vor. Hilf uns, die Karten zu sammeln, und ich garantiere dir deine Rückkehr, sobald wir unser oberstes Ziel erreicht haben. Ein absurder Vorschlag. Glaubst du wirklich, dass Tim deinem lächerlichen Vorschlag auch nur Gehör schenkt? Kannst du dir da so sicher sein, alter Mann? Nun, Simons Seite hat 8 der Karten der roten Rose. Meine Seite, die Rosenkreuzritter, ist im Besitz der 8 Karten der weißen Rose. Eine einfache Rechnung, die dir zeigt, dass du dich mit beiden Seiten zusammentun könntest. Ich bin mir aber sicher, dass du bei deiner Wahl berücksichtigen wirst, wer den Krieg gewinnen wird. Wer wahrscheinlich verzweifelt genug, um dich überhaupt herbeizurufen. Ich denke, es ist ganz klar, welche Seite in der besseren Position ist, um dich nach Hause zurückzubringen. Tim, hör nicht auf diese Worte dieses machthungrigen Wahnsinnigen. Simon, zügle deine Zunge. Du verletzt mich. Ich sag dir was. Warum überlassen wir die Entscheidung nicht unserem geschätzten Duellanten? Schließlich, Simon, ist es nicht an uns, über die Zukunft des Duellanten zu entscheiden, oder? Gut, aber... Großartig, gemäß der Tradition der alten Tempelgärten biete ich dir 2 Möglichkeiten, Duellant. Hier sind 2 Rosen, die weiße steht für mich, die rote für den alten Simon hier. Für die Sache der Gerechtigkeit wähle die rote Rose. Stell dich auf meine Seite, Duellant, wähle die weiße Rose. Wir werden natürlich erstmal für die rote Rose kämpfen. Wie enttäuschend. Nun gut, ich respektiere deine Entscheidung für den Augenblick. Will ich dir freies Geleit gewähren, bis du Yugi getroffen hast. Schließlich will ich nicht, dass unser kleines Spiel zu früh endet. Das wäre unsportlich. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem wir uns wiedersehen, Duellant. Bis dann. Dass er uns einmal von dann ziehen lässt? Ist ja schon mal was. Ab nach Frankreich.
Frankreich Brest in der Bretagne. Tim, ich vertrete Prinz Yugi. Letzter Prinz von Lancaster, ein echter Waliser und die Hoffnung unser aller, die sich Kelten nennen. My Lord, darf ich euch Tim vorstellen, den Rosenduellanten? Du dienst uns gut, Simon. Meine Mutter war weise in ihrer Entscheidung, dich aus Schottland herbeizurufen. Ihr ehrt mich, Sir. Duelland, ich bin Yugi. Eigentlich heiße ich Heinrich Tudor, aber die Namen langweilten mich. Du kennst mich, Yugi. Du kannst mich Yugi nennen, okay. Ich bin mir sicher, dass Simon dir unsere Lage erläutert hat, aber es ist nur rechtens, wenn ich selbst um deine Dienste bitte. Du musst nach England zurückkehren und die Bedrohung durch die Rosenkreuzritter ein Ende setzen. Ihre Karten der Weißen Rose bilden eine Barriere, die meine Armee davon abhält, ihren Fuß auf englischen Boden zu setzen. Obwohl wir Kelten die Karten der Roten Rose haben, können wir ihre volle Macht nicht nutzen. In der Hoffnung, unser Schicksal zum Guten zu wenden, setzen wir auf eine Legende der Druiden, die von einem Rosenduellanten handelt. Nach dieser Legende muss man ein Deck verwenden, dessen Kosten niedriger sind als die des Gegners, um eine Rosenkarte eine andere Farbe zu bekommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass du das berücksichtigst. Die Kosten deines Decks dürfen die Kosten des gegnerischen Decks nicht übersteigen. Bitte denk daran, dass all unsere Ressourcen erschöpft sind. Wir müssen England bis August erobert haben. Meine Truppen werden in Milford Haven in Wallace landen und marschieren weiter bis Bosworth Field, keine Ahnung, wo das ist, um dort auf die Feinde zu treffen. Es wäre ideal, wenn bis dann alle Rosenkreuzritter ausgeschaltet wären. Da das aber schwierig werden könnte, wäre auch eine Reduzierung ihrer Kräfte schon sehr hilfreich. Nun gut, jetzt trennen sich unsere Wege und wir sehen uns in Bosworth wieder. Simon, gibt dir die Details, wo und wann wir uns wieder treffen. Das Glück sei mit dir, Duelland. Uff. Leute, ich werde hier erstmal einen Cut machen, um nämlich den Part, wenn der hochkommt, nämlich ganz schnell hochzuladen, um dann nämlich auch anschließend gleich das Duell nämlich zu machen. Also haut rein und ciao.